Gebieterin! Was ist hier los? Stimmt denn was nicht? Und vor allem, was stimmt denn nicht? Am Eingang zu den Gemächern herrscht einige Unruhe. Ich vermute, dort ist etwas geschehen. Schnell, Fräulein Fay! Ja! Auf zum Atom! Haben wir hier noch irgendwo Rätsel? Aber wo sind die Gemächer? Na, da hinten, wo die Männchen stehen. Da hinten, wo die... Achso, dann müssen wir da ja wahrscheinlich auch anklicken, ja. Weil bewegen ist... nicht so. Ah, wollte ich doch gar nicht. Ich will betreten. Weißt du, wenn die jetzt nicht reden, dann ist das Betreten des Schweigen. entschuldigt? Stimmt, der ihr die Nachricht überbringen wollte, war derjenige, den du so gesprochen hast, weil das passt überhaupt nicht dazu, dass er sie so hübsch findet. Was ist denn? Müsst ihr mich so erschrecken? Es tut uns leid. Wieso sind denn so viele von euch hier versammelt? Ist in den Gemächern etwas geschehen? Etwas ist geschehen. Oh, ich kann nicht mal daran denken. So schrecklich ist es. Ja, dass er da nicht dran denken kann, ist mir klar. Was ist denn so? Die Gebieterin, die große Hexe. Sie ist schwanger. Ach so. Sie ist verschwunden. Oh, warte. Was? So. Nee, Moment. Verschwunden? War doch so, oder? Ja. Ja, glaub schon. Ja. Raum der großen Hexe ist auf der Karte. Aber wir könnten auch so einfach reingehen, damit wir uns nicht spoilern, wie viele Hinweismünzen. Oh mein Gott. Oh, Gebieterin, ich wusste, es würde etwas geschehen. Ich hatte eine gar schreckliche Vorahnung. Oh. Wie? Wie ist es der gleiche? Wie ist das geschehen? Niemand hat die Gemächer betreten oder verlassen. Das ist bestimmt ein anderer, ja. Ja, das ist jetzt aber ein anderer. Der Eingang zu den Gemächern war versiegelt. Wo kann sie bloß hin verschwunden sein? Sagt einfach nichts. Oh Gott, das sieht aber... Bitte lass das... Oh. Oh mein Gott, der ganze Tomatensaft? Ja. Das ist bestimmt der rote Zaubertrank. Bitte ja, aber es sieht eigentlich wirklich doch sehr wie... Das ist das Lebenselixier. Ja, also das... Blut. Ja. Beding, beding, beding. Finden wir noch irgendwelche? Ja. Moment, ja, dann würde ich mal sagen, Zeit für den Ton. Huch, war ein bisschen zu oft. Du hast aber vorhin, glaube ich, einmal vergessen, von daher ist nicht schlimm. Jetzt haben wir noch einen über. Die rote Flüssigkeit ist im Großteil des Raums verteilt. Das ist bestimmt kein Blut. Entschuldigung. Wie es aussieht, hatte die große Hexe alle Hände voll zu tun. Aber was ist passiert? Dieser Raum schreit förmlich. Oh, Entschuldigung, ich stand auf seinem Mund. Der Raum schreit förmlich. Oh, ja. Nicht wahr? Hören Sie bitte auf! Das tut weh! Raum, hören Sie bitte auf, so geräumig zu sein! Es wirkt gewiss so, Fräulein Fay. Leider scheint der Täter mittlerweile verschwunden zu sein. Ach ja, ich hab's genau gesehen, der Täter ist mittlerweile verschwunden! Die Vorhänge, die von den Wänden hängen, haben einen einzigen Riss in der Mitte. Warten Sie, Professor, ich sehe kurz nach. Nichts da, niemand versteckt sich hinterm Vorhang. Oh. Gab's das vielleicht auch mal als Anspielung? Auf irgendeinen Ace Attorney-Fall? Ich wette. Da hat sich bestimmt auch mal jemand hinter einem Vorhang versteckt. Oh, ein Rätsel! Hey! Eine Brezel! Das ist...
Boah, das sieht... Nein! Das ist der Mario! Entschuldigung. Jo, übel. Okay. Es scheint, als hätten die Schatten auf ihrer Suche nach der großen Hexe für Verwüstung gesorgt. Wir sollten mit allen Anwesenden sprechen, um die Situation hier richtig einschätzen zu können. Ordnung! Wieso fangen wir nicht mit dem Schatten dort an? Sie haben recht, Fräulein Fay. Entschuldigt? Wir hätten einige Fragen, wenn ihr kurz Zeit hättet. Ja, was wollt ihr wissen? Es ist ja nicht so, als hätte ich etwas Besseres zu tun. Ja. Jetzt, wo die Hexe weg ist, ist unser aller Leben sinnlos. Ja. Und schön. Würdet ihr uns berichten, was ihr beobachten konntet, als ihr die Gemächer betreten habt? Ja, wir haben Geräusche gehört, die auf einen Kampf in den Gemächern schließen. Schließen. Oh, wie lyrisch. Wie oft wir auch nach der Gebieterin gerufen haben, wir bekamen keine Antwort. Nein. Wir waren der Überzeugung, der Gebieterin sei etwas zugestoßen. Also haben wir die Tür aufgebrochen. Dann ist der Gebieterin etwas zugestoßen durch die Tür, die auf sie gefallen ist. Denn die Tür hat auf sie gebrochen. Als wir die Gemächer betraten, konnten wir sie nirgendwo entdecken. Ihr sagt, ihr konntet sie... Aber war die Tür durch die ganze Zeit verschlossen? Ja, sie war mit Sicherheit zu. Aber irgendwie ist die Gebieterin verschwunden. Fassen wir das zusammen. Sie ist aus einem verschlossenen Raum verschwunden und ihr habt dieses Chaos vorgefunden. Ja. Professor, wissen Sie, was das heißt? Das heißt, hier ist Magie am Werk. Eine höchst seltsame Situation. Die große Hexe erwähnte, sie müsse einen Besucher empfangen. Wisst ihr, ob diese Person hier in den Gemächern war? Ein Besucher? Ich kann mich dunkel an einen Besucher erinnern. Ich habe seine Stimme gehört. Ja. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe ihn nicht selbst gesehen. Nein. Es gibt keine anderen Wege, in diesen Raum zu gelangen. Liege ich da richtig? Doch, das Dach. Richtig. Diese Tür ist die einzige. Ja. Die einzige. Die eine. Keine andere Tür soll neben ihr sein. Also, die große Hexe und ihr Besucher sind aus dem Raum verschwunden. Und selbst mit all diesen Schatten hier konnte niemand auch nur eine Person den Raum betreten oder verlassen sehen. Es wäre möglich, dass der Besucher es geschafft hat, in der ganzen Aufregung unerkannt zu bleiben, indem er sich als Schatten hat verkleidet. Wie meinen Sie das, Professor? Niemand hat den Besuch vor dem Vorfall gesehen. Das heißt, selbst wenn sie diese Person in den Gemächern entdeckt hätten, wäre sie niemandem verdächtig vorgekommen. Aber würde ein Außenseiter nicht auffallen? Alle Schatten tragen dieselbe Kleidung. Eben. In der Tat, weil alles es dazu beiträgt, den Gesellschaftsgedanken unter den Schatten aufrecht zu erhalten. Und die Anonymität. Ja. Das Zusammenhaltsgefühl, weil alle sind ein großer Schatten. Oder so. Der Besucher würde auffallen und die Schatten würden diese Person umgehend festnehmen. Aber diese Person könnte sich als Schatten verkleiden. Oh! Sie könnten recht haben! Ich habe recht. Vielleicht hat sich jetzt Schatten... Ja! Vielleicht hat sie sich als Schatten verkleidet, bevor sie den Raum betreten hat. Die große Hexe? Nein. Die Person. Die was? Die? War es nicht der Besucher? Genau. Die Personin. Die Personin, ja. Die Persona. 5? Mhm. Das Chaos in den Gemächern würde sofort Aufmerksamkeit erregen.
Stattdessen hat der Besucher etwas anderes erregt. Die große Hexe. Das wäre die perfekte Gelegenheit für den Täter, sich zu verstecken. Was für ein Täter? Wir wissen doch gar nicht, was passiert ist. Ja, wir wissen ja gar nicht, ob es eine Tat gab. Ist das überhaupt Blut? Also, in Ordnung. Wo ist der Besucher jetzt? Aber jetzt weiß ich, wieso das nur ein 12er Rate... Oder, nee, warte mal. Ist Layton vs. Exeter? Jetzt muss ich nochmal gucken. War das nicht ab 6? Ich guck mir schnell nochmal die Packung an. Ja, schau mal. Ich weiß es aber nicht, weil schließlich gab es ja immerhin... 6! Eine USK 6! Aber da hat jemand einen Sound abgespielt. Also, ganz ehrlich, ich fand das sowieso gerade so ein bisschen merkwürdig, dass die diese Flüssigkeit nicht direkt als Blut bezeichnet haben. Oder, sondern nur gesagt haben, diese Flüssigkeit da auf dem Boden sieht aus nach, hier ist etwas Wichtiges passiert. Das ist bestimmt der USK 6 Einstufung geschuldet. Könnte sein. So, na, aber trotzdem, wir hatten noch andere Sachen. Wir hatten da drin Selbstmord. Sound abgespielt. Ja, Explosionen. Na okay, es war eine pinke Explosion. Also, die wurde bestimmt auch eingefärbt, die war im Original. Rot. Dunkelrot. Okay. Niemand hat den Raum verlassen, seit wir ihn betreten haben. Das heißt, er oder sie ist immer noch in diesem Raum. Oder noch immer. Alles klar. Los, fangen wir den Besucher. Essen wir ihn. Um das zu tun, müssen wir alle Anwesenden befragen und einige Informationen sammeln. Was meint ihr damit? Bitte entschuldigt die erneute Störung. Könntet ihr alle hier versammeln, die den Raum betreten haben? Ja, sofort. Ja. Oh ja. Finde den Verdächtigen. Und der Verdächtige ist, oh Gott. Ich sehe schon was. Klecker, Max. Fünf Schatten haben den Raum betreten. Es ist nicht bekannt, wer der Erste war. Berühre die Buchstaben auf dem A bis E auf dem Touchscreen, um die Aussagen der Schatten zu sehen. Höre genau hin und finde heraus, wer der Erste im Raum war. Der erste Schatten im Raum hat das Chaos verursacht. Okay. Mal gucken. Das ist A. Einer der Kleinsten kam an dritter Stelle. Nee, oder? Ach nee, der sieht aus wie Waltham. Einer der Kleinsten kam an dritter Stelle. Okay. Meine Robe wurde mit roter Farbe gekleckert, als ich meinen Aufgaben nachging. Mit dem Unfall hat das nichts zu tun. Ich kam als Letzter in den Raum. Nee, warte mal. Vor mir kam niemand, der mir von der Gestalt oder Statur her ähnlich sah. Okay. Was heißt von der Gestalt oder Statur? Also eigentlich wäre das ja... Also C war es nicht. C kam nicht vor B. Aber... Und könnte dementsprechend wirklich als Letzter im Raum gewesen sein. Aber gucken wir erstmal hier. Es war schon jemand vor mir, als ich den Raum betreten habe. Ein Kleiner kam nach mir. Könnte also hier sein. Und dementsprechend hier, das weiter vorne, dann könnte der Vorletzte sein, beispielsweise. Ich mach da mal Notiz. Das wäre hier. Dann Nummer 4 und das wäre Nummer 5. Okay. So, und was haben wir hier? Die beiden Schatten mit den bekleckerten Roben waren irgendwo vor und hinter mir. Okay, also ist D irgendwo in der Mitte, aber... Warte mal, da müsste ja theoretisch... Warte, was sagt der nochmal? Einer der Kleinsten kam an dritter Stelle. Okay, dann gucken wir uns das nochmal an, Notiz. B oder C muss Dritter sein. Und dementsprechend muss B Dritter sein. Ups. So, aber was sagte D? D ist irgendwo dazwischen. Die mit bekleckerten Roben. Also, C war. Moment. Was sagte nochmal E? Ein Kleiner kam nach ihm. Das heißt, er ist nicht in. Warte mal.
Oh. So vom Gefühl. Ah, Moment, dann ist E Zweiter. Mhm. Okay, nochmal Notiz auf. Ich glaube, A kam als Erster. Hm, könnte hinkommen. Ich guck nochmal. Also, der war Zweiter, dann kam hinter ihm... Also, dementsprechend kamen beide Kleinen nach ihm, oder wie? Und D war, wie war das? Die mit, der... Nee, der war dort und der mit der anderen bekleckerten Robe war auf 5. Wo, was war mit A? Einer der Kleinsten kam an dritter Stelle und der hier? Ja, klar, weil der hier hat noch 2 vor sich, ne? Aber sollen wir jetzt die richtige... Ach, die Reihenfolge sollen wir auch richtig, oder wie? Nee. Es ist nicht bekannt, wer der Erste war. Berühre um die Aussagen. Der erste Schatten hat das verursacht. Wir sollen aber, glaube ich, hier auch die... Ja. Also A als Erster. Einer der Kleinsten kam an dritter Stelle. Oh, Moment. Ich muss das jetzt mal... Erstmal Notizfunktion. So. A ist dann Erster. Da muss D Vierter sein. Oh weia. Also dann ist es A, E, B, D, C. Mhm. A, E, B, D, C. So rum ist es doch jetzt. Gucken wir nochmal. Ja. Kleinsten kam an dritter Stelle. Ist auf jeden Fall. Es war schon vor ihm jemand in den Raum und ein kleiner war nach ihm. Ist auch richtig. Die beiden waren irgendwo vor und hinter ihm. Ja. Und was sagt B? Meine Robe und er kam als letzter in den Raum. B sagt, vor mir kam niemand, der... Dann müsste es so stimmen. Ja. Macht Sinn, so. Mhm. Ach, ausgerechnet der große Dicke ist. Kompetenz. Es ist der Erste. Der sowieso am meisten abweicht.